Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Wir sind jetzt auf dem Weg in die wunderschöne, wunderbare Stadt Kassel. Besuchen erstmal die nette Lisa. Hallo Lisa. Und dann geht's morgen zur Timelash Doctor Who Convention. Exterminate. Ja, Dalek. Ich kann das nicht so gut, aber naja, mal schauen. Und ja, da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Heute haben wir noch einiges anderes Schönes vor. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja. Und ja, wir müssen erstmal dahin kommen. Daher, Autofahren macht so viel Spaß. Warum hat man noch keine TARDIS erfunden, dass man einfach dahin reisen kann? Naja, ich halte euch auf dem Laufenden. Viel Spaß. Bis dahin. So, wir sind gerade angekommen. ja, das ist die liebe Lisa. Hallo. Das ist die liebe Melli, die ihr ja schon aus dem Auto kennt. Wir sind wieder wach. Ich bin hier aus dem Auto. Aus dem Auto. Und ja, wir sind gerade in Kassel angekommen und gehen jetzt in die Grimmwelt. Gebrüder Grimmwelt. Hier ist warm, hier bleiben wir, genau. Ja, schön hier. Thank you.
jetzt sind wir dann wieder draußen. Irgendwie durften wir dann da drinnen doch nicht filmen, was ich eigentlich ganz komisch finde. Aber gut, wir wurden auf jeden Fall dazu aufgefordert, nicht mehr zu filmen. Das haben wir dann auch sein gelassen. Von daher habt ihr wahrscheinlich jetzt gerade nicht so viel gesehen. Ist dann halt so. Ja, wir sind jetzt hier draußen. Wir sind jetzt gerade hier die Grimwelten hochgelaufen und es ist sehr hell auf einmal geworden. Und ja, hier hat man irgendwie einen ganz hübschen Überblick über Kassel. Zumindest scheint es mir irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt das Zentrum ist. Ich meine, wir sind eben von, ist ja auch egal, auf jeden Fall irgendwie von hier gekommen. Das ist hübsch hier. Ich zeige euch das mal gerade. Schöner Überblick über die Stadt. Soweit so schön. Ja, zur Ausstellung selber. Soweit ganz schön gewesen. Lisa erzählt auch gerade, an und für sich war es schön. Es war irgendwie klein, es war ich weiß gerade was nicht für was ich dazu sagen soll, nicht den Wünschen entsprechend, würde ich mal sagen. Aber naja. Warte, Inception, Film Inception. Yay! Ja, und so sieht sie aus. Hab ich eigentlich ja. Egal. Ja. Was sagt ihr denn? Ja, Grimwelt ist für mich auch. Für mich auch. Für dich auch? Ah, nein, ich stehe nicht auf Grimwelt, nee. Also für mich dürfte es auch was aus der Dose sein. Aber dafür ist hier oben wenigstens schön. Und es wird hell. Es wird hell. Schön dementsprechend. Ich würde mal sagen, gleich geht's weiter. Keine Ahnung wohin. Wie ist denn der Plan? Lisa, wie ist denn der Plan? Sag doch mal. Ich habe keinen Plan. 42, 42. Immer 42, genau. Ja, dann ziehen wir gleich mal weiter. Food Diary. Also, Truthahnwurst mit Gurken und wie nennt man das Brötchen nochmal? Laugenbaguette. Mit Laugenbaguette und ein Schokostreusel. Schokibuppal heißt es. Schokibuppal, genau, bei kaum Zeit. Oh, ich darf keine Werbung nennen. Es heißt Schokobuppi und ein Kakao. Die Melly hat Alienaugen. Donuts. Donutaugen. Und eine Semmel. Korn. Das ist ein türkischer Börek mit Feta. Mmh. Yum. Lisa hat ein Panini mit Tomate, Mozzarella. Oh, lecker. Und Erdbeerkäse. Erdbeerkäse. Möchte jemand Servietten? Und Servietten gibt es hier Servietten sogar umsonst. Yum. Ja, dann lege ich auch mal los, frisch gestärkt. Wir haben gerade noch Brötchen gegessen und zumindest das. Das war dann, gilt das dann als erstes oder schon als zweites Hobbit-Frühstück? War die dritte Mahlzeit. Die dritte Mahlzeit für uns. Ja, auf jeden Fall, wir sind wieder gestärkt. Aber das sagte ich ja schon. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Planetarium und schauen uns Sterne von unten an. Und ja, da geht es jetzt ins Planetarium. Wir sind jetzt hier an der, wie ich finde, wunderschönen Orangerie. Ich habe es eben gelernt. Das ist kein Einkaufszentrum, wie ich es mir vorher gedacht habe. Aber zum Glück haben wir ja unseren Tourguide Lisa dabei. Und ja, schaut mal, schön hier. Ja. Und wir haben die Laura jetzt gefunden. Ich kenne die Laura zwar noch nicht, aber hallo. Hallo. Hallo.
furchterregendste Dinosaurier. Bitte dahinter bleiben. Der Selfie-Saurus. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schon wieder der nächste Tag. Ich treffe mich jetzt mit meinen zwei Mädels wieder. Und ja, wir sind am Hauptbahnhof Kassel. Und da ist es halt nicht mehr allzu weit. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gestern viel zu wenig gefilmt. Hi. Hallo, Lars. Voll die schöne Begrüßung. So. Ja. Hi, ich vlogge. Ja, irgendwann muss ich doch mal anfangen. Ich bin nicht erhöht worden, aber... Mir ist gerade aufgefallen, dass ich viel zu wenig bis jetzt gefilmt habe. Also wir sind auf jeden Fall schon drin in der Timelash. Hier ist auch eine TARDIS. Tja, wir sind schon die ganze Zeit drin, haben jetzt gerade schon das Panel von der Catherine Stewart gesehen. Melly war sehr begeistert. Ja, die ist so süß. Oh Gott. Und ich weiß gar nicht, was steht als nächstes an? Also eigentlich dann erst das Panel mit Paul McGann, ja, dem 8. Doktor. Der für eine aber ich glaube, das ist erst um 15 Uhr. Vorher hat Lars noch Fotoshoot mit Catherine Stewart. Ich bin ein bisschen neidisch, aber ich habe das Geld leider definitiv nicht. Ich lässt dich einfach dazu, dann sagst du, ey, ich bin Amy, ich darf das. Dann müssen wir doppelt zahlen, das bringt nichts. Schade aber auch. Naja, und es war bis jetzt schon sehr, sehr schön. Also mal sehen. Du musst so filmen, dass man die Daleks sieht. Die Daleks, Moment, so. Da sind Dalek, aber... Exterminate! I am a Dalek! Nee, aber schön hier. Und ich weiß gar nicht, was da hinten noch geht, aber hier vorne sieht man schon die Autogrammecke. Da im Hintergrund, da so quasi, da ist ein Tisch mit den Autogrammen. Hallo, bin ich jetzt auf YouTube? Nee. Bin ich berühmt? Nee, das ist Vimeo ist das, kein YouTube. Video! Und... Ach, und da sieht man auch die ganzen an der Wand, wer dann da alles sitzt. Ich weiß gar nicht, ob man hier filmen darf. Ich mach's einfach mal. Aber schön ist es.
gerade im Händlerraum unterwegs. Ich habe eben schon zugegriffen, mir meine erste Funko Pop Figur gekauft. Ich wurde angesteckt und dadurch, dass Melly es nicht schuld war, ist es dann die Lisa schuld gewesen. Was war Lisa schuld? Ja, dass ich mir eine Weeping Angel Figur gekauft habe. Aber da ist doch keiner dran schuld. Irgendwer muss es schuld sein. Irgendwer muss es schuld sein. Und ich bin es ja selber nicht schuld. Er hat gesagt, du bist es schuld, dass er sich eine Funko gekauft hat. Lisa? Ich bin nicht an allem schuld. Wie findest du das eigentlich? Wie findest du das eigentlich? Nee, exterminate! Okay. Danke, Lisa. Danke. Ich übernehme danke. Diesen Vlog an dieser Stelle. Ich meine, werfen mir Leute vor, ich würde sie dazu verleiten, irgendwas zu kaufen. Das ist Laura. Laura, wenn du das hier siehst, ich bin nicht schuld. Und du, ich bin nicht schuld. Der Weeping Angel hat für sich selbst gesprochen. Hab sie nicht gesprochen. Ja. Und der Verkäufer hat dich bestimmt auch im Check. Jetzt tu mal nicht. Der Verkäufer hat gesagt, kauf. Aber ich bin immer der Sündenbock für alles. Ich rette hier die Menschheit. Was und dann ist hier los? Was ist hier los? Wegen mir lebt ihr alle noch. Weil ich der Doktor bin. Ein guter Doktor bin. Ich bin ein sehr guter Doktor. Sie ist die, die beste Doktor ist sie. Eben ist mein Foto mit Catherine Stewart fertig geworden. Das habe ich mir dann eben auch schon abgeholt, falls ihr es mal sehen wollt. Ist es nicht schön? Ich finde, es ist sehr, sehr schön geworden. Wir haben uns jetzt gerade noch mir fehlen die Worte, das Panel von Paul oder mit Paul McGann angesehen. Das war dann noch sehr, sehr schön. Er hatte auf jeden Fall so ein bisschen Spaß auf der Bühne. Ich glaube, wir werden uns jetzt gleich auch auf den Weg machen. Hallo. Hallo. Lisa. Ja. Deine erste Convention. Mein erstes Mal. Wie hat es dir gefallen? Sehr, sehr gut. Also es hat echt Spaß gemacht. Es war zwar sehr anstrengend, ich glaube, wir sind auch einfach noch K.O. von gestern. Oh ja. Aber ich fand es echt schön, vor allem, dass sie so klein und überschaubar war. Und die Atmosphäre war toll und auch das Panel eben. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist schön. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Und das deutet ja schon darauf hin, dass es auch zumindest auf der RingCon ein zweites Mal geben wird. Ich freue mich schon sehr auf die RingCon. So, hallo ihr Lieben, wir sind jetzt... Ich dachte gerade, mit wem redet ihr? Ja, hallo Lars, wie geht's dir? Bist du der Lars von YouTube? Können wir ein Foto mit dir machen? Ja, das könnt ihr immer. Warte, warte, meine Frisur. Meine Frisur! Einer links, einer rechts. Boah, ich bin so aufgeregt. Dankeschön. Bitteschön. Ich bin deine größten Fans, deine Videos sind voll toll. Echt? Aber ich selbst mag die eigentlich nicht. Aber okay. Rot. Hallo, wir sind jetzt bei der Lisa zu Hause und nicht mehr im Kulturbahnhof. Ja. Und nicht mehr. Oh, es ist schon sehr kultig hier, Lisa. Wir wollten uns noch kurz verabschieden. Danke euch fürs Zusehen. Wir hatten eine Menge Spaß auf der Timelash. Ist eine sehr, sehr schöne Doctor Who Convention. Sehr klein, aber trotzdem fein. Und sehr gut organisiert dafür, dass es die erste war. Also echt riesen Respekt an die Veranstalter. Ja, absolut. Also da kann sich die ein oder andere Convention wahrscheinlich was von abschneiden. Ich kenne leider nur die von der FedCon GmbH. Die sind alle super. Ja, also ich kenne da noch keine andere. Aber es hat uns eine große Freude bereitet, da gewesen zu sein. Ja, und ich hoffe, es hat euch auch so gefallen. Schaut euch auch mal die anderen Videos von den beiden hier an. Von denen da und von der da. Und Infobox. Ja, auch in der Infobox. Ich linke euch die. Oder wenn du cool bist, blendest du das oben ein. Soll ich dir einblenden? Warte, ungefähr da, hier ungefähr da auf dem Kopf. Und ja, und jetzt musst du noch ein bisschen warten, bis das wieder weggeht. Und dann kommt das Video empfohlen von Lisa da auf dem Kopf. danke euch. Tschüss, Zusehen. Wir sollten aufhören, ich muss pupsen. Tschüss.